bereite jetzt schon mal die nächste OP vor. Der Patient kommt auch gleich noch mit rein und ich muss jetzt erstmal nach hinten gehen und schnell das Set holen. Kannst du noch mal ganz kurz zurückgehen? Außen. Jetzt soll hier eine Karotte reinkommen, aber eigentlich, ja. Unsere OP verschiebt sich jetzt erstmal, weil ein Notfall reinkommt. Nicht so schön, unerwartet, aber das ist Alltag bei uns hier. Was machen wir jetzt? Die OP ist verschoben. Jetzt retten wir erstmal Menschenleben. Hi, das bin ich, Elmira. Ich mache gerade eine Ausbildung zur operationstechnischen Assistentin im Bergmann-Klinikum. Für mich mein Traumjob, den ich tatsächlich durch ein Praktikum entdeckt habe. 6, 8, 10. Was mich daran reizt? Die perfekte Teamarbeit. Und dass jeder Tag anders ist, immer auch ein bisschen unvorhersehbar. Und dass wir hier auch viel Gutes tun. Ich muss jetzt in den Kreissaal, da haben wir den nächsten Notfall. Und ist auch Teil meiner Ausbildung und da dürft ihr jetzt leider nicht mit rein. Und es geht schon weiter zur nächsten OP. Jede noch so kleine OP ist wichtig. Sie rettet entweder Leben oder sorgt dafür, dass es unseren Patienten bald wieder gut geht. Ein schönes Gefühl. Jetzt geht es los. Mach mich fertig und dann darf ich schon in den Saal und mich steril anziehen. Ich bin tatsächlich jedes Mal aufgeregt ein bisschen, weil man wirklich nicht weiß, was einem erwartet. Letzten Endes ist es wirklich so ein Überraschungseffekt. Hallo, Futterschülerin Elmira aus dem zweiten Lehrjahr. Ist eine ganz feine? Nee. Über die? Ich werde öfter gefragt, wie ich das ganze Blut ertrage. Aber Blut in unseren Adern macht das Leben erst möglich. Und wir im OP arbeiten daran, dass am Ende alles wieder im Fluss ist. Elmira? Ja. Sieht gut. Dankeschön. Es ist super gelaufen und hat auch viel Spaß gemacht dieses Mal. Aber es geht jetzt auch schon gleich weiter zur nächsten. Bei allem Stress habe ich meine Berufswahl nie bereut. Im Gegenteil, ich liebe meine Arbeit. Ich bin eine Bergmann. Und was ist mit dir?